Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors Film. Nächster Versuch, nachdem wir dieses Spiel hier gerade schon wieder mal 20 Minuten umsonst hat, aufnehmen lassen, weil es einfach mal wieder gemeint hat, mittendrin einfach abschmieren zu müssen zum wiederholten Male. Scheint nicht relativ stabil zu sein. Gehen wir jetzt hier endlich mal zum Ende des Krieges und ich muss jetzt auch das ganze Gedöns wieder machen. Schwierigkeitsgrad habe ich wieder auf normal geändert, nachdem ich vorher mal hier schon mal offscreen auf Level, auf schwer die vorherige Mission schon mal gemacht habe, nochmal, und da über 2 Millionen bekommen habe, werden wir jetzt hier nochmal im Schnelldurchgang ein paar Münzen reinstecken. Das habe ich mir vorher ein bisschen mehr Zeit für gelassen, mehr überlegt, welche ich jetzt reinstecke. Das mache ich halt nicht so, sondern mache das halt ein bisschen schneller. Deswegen keine Ahnung, ob ich dieselbe Verteilung nutze, wie ich eigentlich vorhatte, aber ist ja auch wurscht. Hier schmeißen wir noch den Smoker rein. Weg damit. Den kann man nämlich ziemlich übertreiben hier beim Whitebeard. Das ist schon ziemlich krass, auf was für ein Endergebnis man da kommt. Ja komm, schmeiß den Emil rein. So. Hier habe ich wow, 14 mal. So, das heißt, es fehlen noch 6, also 3 von ihr und 3 von ihm. Das wusste ich noch, die haben wir nämlich auf dieselbe Zahl runterbringen können. Vorher habe ich es abwechselnd gemacht, die ist halt nicht. So, den Angriff kann man auch noch reinschmeißen. Ihr seht schon, das ist halt echt krass, die Werte, die sind einfach heftig. Okay. Zack, zack und zack. Ich glaube, so hatte ich es vorher auch. Der ist speziell in Chris Life, der passt mal auf. Dann mache ich es gerade auf jeden Fall anders, weil vorher habe ich nicht den Quick genommen, obwohl er die meisten hatte. Das habe ich vorher irgendwie verplant. So, Insel, Dings da, Insel drum. Darum schmeiße ich hier ein paar Mal die Müllschluckerfresse rein. Das hier könnten wir sogar auch machen, mache ich jetzt aber eher nicht so. Oder mache ich das? Nee, vier Spezialangriffe vielleicht ein Helfer auch nicht gemacht. Braucht man auch nicht. So, zack, ein bisschen den Buggy rein. Warum gerade Buggy? Hat auch seinen Sinn und Zweck. Wenn ich mich recht erinnere, war nämlich Buggy mal mit dem guten Shanks zusammen tatsächlich mal in der Crew von Whitebeard. Deswegen eben Buggy dafür. Machen wir mal auf 10 runter, zack. Dich auch. Wir fehlen jetzt noch 6. Okay, dann nehmen wir mal von den 10ern überall. Damit es einigermaßen verteilt ist. Okay, von den 9ern. Zack. Und ich weiß nicht, ob ich die Gesundheit nochmal machen möchte. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier nochmal schnell bei den 15 Blackbeard-Dingern den Birch ein paar Mal reinschmeiß. Und hier Erschütterung Kimmel Erde bekommen, was auch immer das ist, aber hey. Ihn hier könnten wir reinschmeißen, will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Stattdessen schmeiß ich ihn noch ein paar Mal rein, Gesundheit, und ihn noch ein paar Mal rein, auch Gesundheit. Ach, was soll's. Komm. Was soll's? Was soll's eigentlich? So, richtig. Ja komm. Was soll der Geiz? Ich schmeiß noch die CP9 rein. Das habe ich tatsächlich vorhin nicht gemacht bei der Verteidigung, noch die CP9 reingeschmissen. Aber andererseits, was soll's? Okay, und das war gerade der Thunderbird, sorry dafür. Ach komm, Falkner Olle, den schneiden wir auch noch rein. Richtig schön übertreiben hier, können wir doch mal machen. Ja, von ihm haben wir gar nichts, also jetzt sind wir da am Ende. Ach komm. Wisst ihr was? Warum eigentlich nicht? Ach, da gibt's gar nicht mehr, okay. Ist ja krass. Und wisst ihr was? Warum eigentlich nicht?
Warum eigentlich nicht? Okay, also man kann 6 Slots holen. Jetzt aber Segel setzen. Ich habe ein bisschen mehr gemacht bei den Münzen, als ich es vorher gemacht habe. Und bei 5 Minuten dann Segel gesetzt. Vorher waren es bei 6 Minuten. Okay. Okay. Ist doch ein guter Wert. Hey. Ace, ich bin da. See, ha, ha, ha. Das ist der Anfang einer neuen Ära, meiner Ära. What the fuck? Verschließ nicht die Augen vor dem Plan. マリンフォードに襲来した白ひげ海賊団に、インペルダウン王を出したルフィたちも加わり、海軍、オーカ支部会との全面戦争が続いていた。白ひげと共にエース奪還を目指すルフィは、度重なる激戦で体力の限界に達していたが、イワンコフの応急処置によって持ち直し、決死の覚悟で進み続ける。 一方、 処刑台の上には戦争の様子を一人見下ろすエースの姿があった。自分のために命がけで戦う親父、弟、そして多くの仲間たち。エースの目から自然と涙がこぼれ落ちる。しかし処刑の時は刻一刻と迫っていた。 助けるぞ。待ってろよ、エース。諦めんじゃねえぞ。くそ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟は、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。 So, ich breche hier mal das, ich beschleunige hier mal das Gesicht da drauf gelaschen. Normalerweise lasse ich das ja auch ein bisschen laufen, aber wie gesagt, ich habe es gerade ja schon mal eigentlich gemacht gehabt, deswegen will ich hier gerade ein bisschen sparen. Fühlt sich selber, ja. Fühlt sich einfacher, meinetwegen auch. Stärke des Helden und den Körper des Helden, so. Zack. Habe ich die jetzt alles drin? Ja. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, los geht's. Erneut, zumindest für mich erneut. Pazifista, hm? Ja, warte, die kümmern wir uns schon. Boah, was wir für einen Schaden einfach reinhauen. Der pure Wahnsinn. Der pure Wahnsinn, sag ich dir. Beziehungsweise euch. Ey! Friss. Ich mag dich nicht, Doflamingo. Don Flamingo, auch wenn hier Deflamingo steht, aber hey, ich mag dich nicht, Don Flamingo. Ja, Mr. One ist ja auch mit dabei, okay. Okay. Diesen komischen Flamingo-Idioten werden wir schon noch hinbekommen. Und jetzt checke ich erst, warum Don Flamingo, wegen seinem Umhang, ja? Von der Farbe her wie so ein Flamingo eben. Na, nun, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich wollte eigentlich, ja,
erst die Aufnahme wieder einsetzen, wenn ich wieder mal Gab besiegt habe, zum dritten Mal, weil das Spiel beim Gab besiegen immer zuverlässig abschmiert. Genauso wie an einigen anderen Stellen, wenn man den Steam-Foren und so weiter Glauben schenken darf, dann haben dieses Problem sehr viele Leute mit dem Spiel, dass es einfach mal abschmiert. Und jetzt habe ich also nochmal bis hierhin gekämpft. Hab jetzt aber allerdings eine der Sachen vergessen, beim Münzen hochpowern vom Dingens, vom Whitebeard. Könnte man ja noch runterscrollen und diese eine Fähigkeit da freischalten, die habe ich jetzt also nicht dabei, aber dafür habe ich jetzt irgendwie eine Zwischensequenz bekommen bei Crocodile vs. Deflamingo, die wir bisher nicht hatten. Deswegen, los geht's, ne? Gerade wenn man denkt, ein paar Dinge hätten sich erledigt. だったら出てきやしねえよ。殺されてえのか。口の悪い奴だ。どうだ、俺と手を組まねえか。手を組む？俺たちを同格に見んのはやめてもらおうか。手下にしてくれの間違いだろ。イエロー、フラミンゴ野郎。 クロコダイル、貴様、白ひげで救援なるお前は我らに都合よしと思っていたが、よもや貴様まで処刑の邪魔をするとは。あんな瀕死のジジイは後で消すさ。その前にお前らの喜ぶ顔が見たくねえんだよ。 Ja, ich habe jetzt verschiedene Dinge ausprobiert, damit es jetzt eventuell nicht mehr abstürzt. Ich habe jetzt mal die Grafik auf Mittel runtergeschraubt bei den ganzen verschiedenen Dingen. Ich habe ein Frame Limit auf 60 Frames gesetzt statt Variable. Ich habe Steam Overlay deaktiviert, was wohl bei manchen bei dem Absturzproblem an anderer Stelle geholfen haben. Ich habe eigentlich so alles Mögliche so ein bisschen ausprobiert. Und bin jetzt derzeit gerade schon ein bisschen genervt, ne? Aber ich hoffe, man merkt mir das nicht allzu sehr an. Aber trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass jetzt durch dieses 60 Frame Limit das ganze Spiel ein bisschen langsamer läuft, obwohl ich dieselbe Frame-Anzahl habe. Also das ist ein bisschen strange. Aber hey, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht noch ein drittes Mal abstürzt. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Und wenn ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Wird schon irgendwie werden. Wo ist denn der jetzt? Habe ich ihn jetzt? Ich glaube, ich habe ihn besiegt. Warte mal, Kampfgeschichte. Whitebeard half Marco, besiegt unter allen Umständen Whitebeard. Akainu zieht sich vorübergehend zurück. Ich glaube, ich habe ihn, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schatzereignis? Besiege... Ja, okay, dann habe ich das. Okay. Also nochmal. Ja, da sind nur noch 15 geflohen. Kann ich jetzt nichts machen. So, mach mal kaputt hier. Ihr merkt schon, was ich meine, oder? Das ist doch irgendwie einfach langsamer geworden. Ach, da ist Corby, okay. Eigentlich wäre ich jetzt ja auch schon längst bei Corby, oder bin nur ich langsamer geworden und die anderen sind normal geblieben. So kommt es mir jetzt nämlich gerade vor, wenn ich das so sehe. Das ist einfach unglaublich. Ich glaube nicht, dass... Mann, diese komische Fähigkeit, die man freischalten konnte, die ich jetzt bei den Münzen vergessen habe, die ja nirgends weiter erklärt wird, dass die was damit zu tun hat, wie schnell sich der Typ hier bewegt.
ist einfach. Sag mal. Und eigentlich sind die hier auch viel schneller besiegt gewesen. Also irgendwas ist da jetzt ganz komisch, nachdem ich an den Einstellungen rumgepfuscht habe. Weil das Ding zweimal schon abgeschmiert ist. Jinbei, ich hoffe, du hältst kurz aus. Ich will den hier noch schnell fertig machen. Au! Ah, Mann! So, jetzt müsste er eigentlich K.O. sein. Und damit auch das Schatzereignis erledigt. Ja, 500 K.O., sehr gut. Ja, Schatzereignis, ich weiß. Ach, diesmal kommt hier jetzt auch eine Szene. やれ。やめろ。おいおい、マジか。親父や赤髪と同じ覇王色の覇気。どうやら今のは無意識じゃの。 So, Ruffy kann also Haki. Wieso kommen gehen jetzt auch die Zwischensequenzen? Ich verstehe es nicht. Warte mal, The White. Ivan, da war. Ich weiß jetzt gar nicht, zu wem ich gehen soll. Jinbei. Eindeutig Jinbei. Ja, ich weiß, dass der kurz vorm Rückzug steht. Jetzt Bolde. Wir müssen nur dem Idioten hier erstmal helfen. Den letzten kriegt er auch noch hin. Und dann gibt's hier teilweise so lächerliche Mini-Freezes hier. Jetzt seht ihr das? Die hatte ich nicht, bevor ich die an den Einstellungen geschraubt habe. Dann will ich mich mal um Corby kümmern. Ah, das hier ist einfach alles viel langsamer. Dafür habe ich jetzt die Zwischensequenzen wieder und hoffentlich wird es beim Garb nicht abschmieren. Dadurch, dass jetzt auch diese Zwischensequenzen hier nicht helfen, nicht mehr fehlen, stehen die Chancen, denke ich, gut, dass es funktioniert. Trotzdem würde ich lieber flüssig kämpfen. Also, vor allem ist es so lächerlich, dass es jetzt nicht mehr flüssig geht, nachdem ich die Grafik runtergeschraubt habe. Und vorher ging's flüssig, obwohl ich vorher eben kein Frame Limit drin hatte und das Frame Limit, das ich eingestellt hatte, eh nie überschritten wurde vorher. Und ich vorher eben hohe Grafik hatte und ich eigentlich jetzt auch ohne diesen Special Finisher von wegen Kizuna Angriff Dingens da locker schon Corby fertig hatte. Also ich kann jetzt auch nicht mal mehr richtig kämpfen durch diese ganzen komischen Einstellungen hier. Boah, was ist das nur, ey? Dieses Spiel, ey. Ich lieb's ja eigentlich, ich lieb's ja eigentlich, aber diese Mission ist sowas von buggy und bla. Liegt es an der Karte oder was? Jetzt bin ich wieder normal schnell. Strange. Hier ist noch irgendwo ein Pazifista, den ich noch platt machen will. Als Ein-Mann-Armee, eventuell. Und eventuell auch in Slow-Motion. Bam!
Pazifista wurde besiegt. Ja, so gehört sich das auch. Pff. Lächerlich. Und jetzt taucht gleich wieder der Bug auf. Na los, tauch auf, Bug. Ich weiß, dass du kommst. Nimm den Ort vor dem Schafott ein. Ja, ja, kein Ding. Mach mal. Und Zeitlupe. Und wieder normal. Es ist so seltsam einfach. Es ist einfach so seltsam. Ich verstehe es nicht. Und wieder ganz langsam. Ah, seht ihr das? Die Typen bewegen sich normal weiter. Habe ich das Gefühl. Und da ist der Bug. Hallo Arschloch. Du verbuggst mein Spiel immer, wenn ich dich besieg. Deswegen gehe ich jetzt erst runter. Ne, ich gehe nicht erst runter. Langsam. Wünscht mir Glück, Leute. Wünscht mir Glück, dass es diesmal läuft. Wenn nicht, dann werde ich einfach die dreierlei Aufnahmen mal als Bugparade hochladen oder so. Einfach damit was kommt, dann könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr wollt. Und versuchen die Probleme zu beheben und ja, dann eben so früh wie möglich das Richtige nachschieben. Deinen Garb. Ja, das mache ich, wenn dann danach. Das habe ich jetzt einmal vor dem Garb gemacht, einmal danach. Aber ich mache es jetzt danach, falls es wieder abschmiert. わしは海軍本部中央アジア。お前が生まれる遥か昔から、わしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくは、わしを殺してでも通れ。麦わらなる兵。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよ、じいちゃん。どいてくれ。できねえはエースは死ぬだけだ。 嫌なことなどいくらでも起きる。わしは容赦せんぞ。ルフィ、お前をチェキソイナさ。貴様も人の親だ、ガープ。 待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの祈願と風船。処刑台が崩れる。撃てるか。撃て。処刑台ごと吹き飛ばせ。 爆炎の中に炎のトンネルが。 お前は昔からそうさ、ルフィ。 俺の言うこともろくに聞かねえで、 無茶ばっかりしやがって。 エース！ やだ。戦えるか、ルフィ。 もちろんだ。
So, ich habe jetzt mal die Sequenz und so weiter hier diese verbuggte ohne Aufnahme einfach mal durchlaufen lassen, nachdem ich ihn besiegt habe. Das schien geklappt zu haben. Habe ich ja schon mal festgestellt, dass dieses Spiel hier, was die Sequenzen angeht, irgendwie ein bisschen eigen ist, was vor allem was auch Aufnahmen angeht. Und ja, also es wird, dieser Part wird für mich als Let's Player wieder ein Grauen, weil ich hier euch wieder alles schön zusammenschnipseln darf. Es ist ein bisschen ärgerlich, aber hey, was soll's. Und ich muss dann auch, wenn ich es nicht vergesse, diese Sequenz kaufen und euch mal dann eben im Nachhinein reinschnipseln. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja, du mich auch. Wird Zeit, die Pazifistas loszuwerden. So. Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Okay. Mr. One steckt unten in Schwierigkeiten. Ace erreicht den Zielort. Okay. Aber Mr. One darf im Zweifelsfall fliehen. Eine Kommandant und Co. haben die Tore geöffnet, um vorzurücken. Was zum Moria und... Ist klar, ey. Die Leichen, ich dachte, du müsstest mehr hinter den Schatten her sein. Ja, jetzt kommt erst, dass ich ihn besiegt habe. Hä? Ich hab den doch schon viel früher besiegt. Auf was kommt das Spiel eigentlich klar, bitte? Das ist sehr, sehr strange. Ja, ich muss euch ja jetzt nicht nur die Szene hier reinschneiden, wenn man Garp besiegt hat, sondern auch die anderen von den Schatzereignissen, da es die ja auch irgendwie verschluckt hat. Oh, kommt die erst? Was für ein Befehlsspiel? Ich kann es nicht lesen. Okay, das hat wenigstens funktioniert. Was soll ich jetzt wieder besiegen?
あいつを倒さないと逃げられねえ。あ、ってパチフィスターそれでいい。Irgendwie nicht, oder? Anführer, ach so. Lade dir Ace Stärke und zerstöre Eisblöcke. Ach so, vom Dings da. Aikainu, oder wie der hieß. Darf der fliehen? Dürfte er theoretisch, aber ich will ihn trotzdem gleich, ups. Den guten alten Marco, dem will ich noch helfen, den Marco. Wenn er nicht wegrennt. Hey, Marco. Habe ich dir jetzt geholfen? Ja. Gesundheit, nur stand da. Ja, half Marco, sehr schön. Immerhin bin ich Whitebeard, ich muss mich ja um meine Söhne kümmern. Ja, so ist das. Aikainu ist aufgetaucht und startet einen Meteorvulkan. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Ach, dann machen wir es halt schnell so. Zack, 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 zack. K.O. Bitte klapp. わかってる。無駄にはしねえ。一つ聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。グララララララララララ。Ich warte hier eigentlich auch noch auf ein anderes Ereignis, das noch eintreten müsste. Dass das eintritt, ist eigentlich klar wie Kloßbrühe. Wieso kann ich hier nicht durch? Ach, ich muss oben durch, oder was? Und zwar ist das klar wie Kloßbrühe durch die Sprechblasen, die man am Anfang gesehen hat. Wenn man One Piece kennt, dann weiß man, dass da noch etwas kommen müsste. Durch die Sprechblasen wird es auch noch mehr klarer. Ja, es wird klarer. Halt da lang. Ach, da ist Moria. Hi. Nice, chill ich bei dir? Was machen die Untoten? Ja, nicht hinlegen. Du stehst hier vor Whitebeard, ja? Tschüssi. Da kann ich nicht rein, nee. Ich muss wohl wirklich wohl oder übel nach da unten. Ach, da bist du, Tübi. Ja, natürlich bin ich gekommen. Musste ich ja platt machen. So, jetzt schaue ich endlich mal drauf,
was das mit ihm eigentlich für Angriffe sind. Armee, okay. Armeeangriffe hat er also, gute also. Wie soll ich den besiegen, wenn ich nicht an den rankomme? Oder habe ich irgendwas, um da hinzukommen? Nicht, dass ich wüsste. Mission erfolgreich.白髭海王して即退散とは、とんだ小汁家の集まりじゃのう。白髭海賊団、千丁が千丁、それも仕方ねえか。白髭は所詮千の時代の敗北者じゃけ。敗北者、取り消せよ今の言葉。お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、 王になれずじまいの永遠の敗北者が白髭じゃ。どこに間違いがある。ゴロツキどもに慕われて家族まがいの茶番劇で海にのさばり、やめろ。しまいには口車に乗った息子という名のバカに刺され、それらを守るために死ぬ。 実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の痛さの何がわかる。Jetzt darf ich. Na also, geht doch. Hier, friss! Jetzt hab ich's! Sag mal! Würde der nicht... Okay, du hast es nicht anders gewollt. Hier, friss! Was anderes lässt der einen ja nicht machen, der Arsch. Ah, ja, jetzt vielleicht. Ach, die kommen da raus aus diesen Basendingern. Ist ja witzig. Das habe ich noch nie so registriert, dass die da quasi einfach drin stecken. Was anderes lässt er mich sonst nicht machen. Deswegen machen wir wieder den hier. Weil der ein Oller Cheater ist, der einen nichts anderes machen lässt. Also machen wir wieder den hier. Und tschüss. なし。海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。御宮山の大将にはあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。 Feuer gegen Magma, hm? ロギアじゃ言うて油断しとりゃせんか。お前はただの火。わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうが、 貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て。まだ息はありそうじゃ。次こそお前じゃ。
カイドさん危ない。世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ。嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう覚えも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。So, theoretisch müsste das jetzt nach der Sequenz sein, wo erneut das Spiel abgestürzt ist. Oh Mann. Ich bin schon so paranoid bei diesem Level, dass ich die ganze Zeit zwischenspeichere. Ja, lasst mal hoffen, dass es geht. おいてきなよ、麦わらのルフィをさ。Besiege Kizaru und Sento Dings da. Ja, inzwischen weiß ich eine gute Tastenkombo.
Damit wäre der schon K.O. Ich habe das jetzt so oft gemacht, wisst ihr? Also. Ach komm, den Pazifister mache ich jetzt einfach mit den Dingern. Und vielleicht auch Sentomaru. Kommt drauf an, wie stark die sind. Ja. Geh kaputt. Und ich sehe schon ein. Ich sehe jetzt doch schon ein Crash kommen. Ein Game Crash. Ich sehe schon kommen, Leute, ich sag's euch. Ach! Die tauchen ja doch noch auf. Besiege Teach. Ja, dem Teach ich eine Lashen. Danke für alles. Lord? Wo kommst du denn her? Aber ja, war ich. Doch, der war tatsächlich da. Und hat ihm sehr geholfen. Das machen wir mal schnell. Dem Teach gönne ich nichts. War gebunden, Armee. Wie oft sich hier auch die möglichen Verbündeten wechseln. よってねえだけは息子と呼べねえな。命を取って俺がけじめをつける。容赦ねえな。あるわけねえが。家臣を軽率。おめえの弱点だ。 So, mit dem Kitsune-Angriff, falls es da bitte eine Legende für gibt. Schön mit der Phoenix-Armee. Oh, ich hätte speichern sollen. ロジャーが待ってる男は、まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か、全てを背負って世界に挑む者が現れる。 興味はねえが、あの宝を見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。 白ひげ海賊団船長、大海賊
エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、これが俺の闇の実の力。そしてあの構え、親父の能力。全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはジンベイ、ロー、ハンコックらによって助けられ、アマゾンリリーにかくまわれる。ローの治療でどうにか一命を取り留めたルフィだったが、エースを救えなかったことで心に大きな傷を負い、自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い、何一つ守れねえ。ルフィ君、ここへ行け、一人にしてくれ。そういうわけにもいかん。これ以上自分を傷つけるお前さんは見ちゃおれん。俺の体だ、勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの、彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。お前黙れ、次何か言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。もう何も見えんのか、お前には。どんな壁も越えられると思うておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に、次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん、後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな、ないものはない。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック、俺には仲間がいる。俺たち集合場所があるんだよ、行かなきゃ。すぐ開いて、あ
おお、ルフィ君、早速会えてよかった。ヘリノさん、なんでこんなとこにいるんだ。俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは。いや、まだ集まってはおらんだろう。俺仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか。あの島で君たちの身に何が起きた。繰り返すためにまた集まる気か。私から一つ提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。はあ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かった、分かったぞ、ルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。Es ist vorbei. Habe ich das gerade wirklich getan? Habe ich wirklich diese Mission endlich zu Ende gebracht? Boah. Ich sitze wahrscheinlich gerade an über 2 Stunden dran, weil es die ganze Zeit abschmiert oder sonst irgendwas nicht funktioniert bei der Aufnahme von dieser Mission. Die vorige ging ja einwandfrei. Ich hatte das Problem schon mal in deutlich geringerem Ausmaß bei der CP9-Mission, aber bei der hier, die war ein reines Grauen. Und das wird ein Schnipseln schlechthin. Oh Gott. Aber was tut man nicht alles? Niedriges Level, war das für 36 vorgesehen oder was? Königliches Naturell. So, so. Spezialangriff ist also schon voll gewesen. Fähigkeiten Poster von Hancock erhalten und Fans von Sentomaru und ganz viele Münzen. Sehr cool. Und noch mehr Münzen. Wow. Aber ich will sie nicht automatisch einfügen und wir kriegen eine Mille immerhin. Die werde ich auch brauchen, um neues Outfit für Ruffy. Cool. Um Sequenzen zu kaufen, damit ich die dann unabhängig vom restlichen Spiel aufnehmen und euch reinschnipseln kann. Toll. Ist das Geld schon wieder flöten? Geil. Die Insel für den des erneuten Aufbruchs, okay. Aber ich würde sagen, für diesen Part war es das dann erst einmal. Endlich. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Part und immer schön die Däumchen drücken.